Du bist Rheinhausen. Das ist nicht etwa der Name einer neuen Imagekampagne der Stadt Duisburg, sondern eine Idee von drei Duisburgerinnen. Genauer gesagt von drei Rheinhausenerinnen. Sie stellen sich die Frage, was Rheinhausen eigentlich ausmacht und wie sie ihre Stadt noch attraktiver machen können. Denn hier könnte man so einiges besser machen. Dreckige Straßen, schmutzige Ecken und viel Leerstand. Duisburg-Rheinhausen ging es auch schon mal deutlich besser. Der große linksrheinische Stadtbezirk von Duisburg ist geprägt durch die Hütten und Bergwerke aus der Vergangenheit. Seit 1993 hat Rheinhausen, wie andere Stadtteile auch, einen Strukturwandel durchlebt. Und nicht jedes Problem wurde gelöst. Doch trotz des schlechten Images gilt Rheinhausen noch als stabiler Pfeiler in der Region. Als bestes Beispiel gilt hier der Umbau des Hafens zum Lockport. Da, wo früher Stahl produziert wurde, werden heute im Hafen Waren gelagert und umgeschlagen. Duisport ist inzwischen der größte Binnenhafen Europas. Mit einem Anteil von rund 55% ist der Containerumschlag in Rheinhausen der wichtigste vom gesamten Duisport. 30.000 Arbeitsplätze sind hier entstanden. Doch so mancher Bürger wünscht sich ein neues Image von Rheinhausen. Attraktiven Wohnraum, schöne Geschäfte und saubere Straßen. Was macht Rheinhausen eigentlich aus? Und was wünschen sich die Bürger für diesen Ort? Diese Fragen wollen sich die Rheinhauser aktiv stellen. Ganz nach dem Motto, wir waren Kohle und Stahl, was sind wir jetzt? Und dieser Frage gehe ich jetzt einmal gemeinsam mit der Gründerin der Initiative Du bist Rheinhausen nach. Herzlich willkommen, Anna Bosbach-Plonka. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ja, Anna, du bist in Rheinhausen selber auch aufgewachsen und hast eine ganz besondere Beziehung zu deiner Heimatstadt. Eine Straße ist zum Beispiel auch nach deinem Uropa benannt. Mhm. Ja, was verbindest du persönlich mit deinem Stadtteil? Ja, einfach Heimat, ne, dass man da groß geworden ist. Also mit den beiden Damen, mit denen ich die Initiative gegründet habe, wir sind alle zusammen da groß geworden. Das sind Anne und Julia Hildebrandt und ja, wir sind einfach da verwurzelt und unsere Familien sind da, wir sind da zur Schule gegangen und ja, das ist einfach unser Zuhause. Was gefällt dir so gut an deiner Heimatstadt? Also ich hatte auf jeden Fall eine unheimlich schöne Kindheit da, unter anderem eben allein, wenn da halt der Straßenname irgendwie steht und für mich war immer klar, ich gehöre auf jeden Fall dahin und ich werde da auch so schnell nicht weggehen. Wenn man dann ein bisschen älter wird oder ich habe zum Beispiel auch selber eine Familie gegründet, hat man irgendwie so festgestellt, dass doch viele irgendwie der Meinung waren, auch mit denen wir groß geworden sind, dass es da nicht mehr so schön ist. Und wir wollen da auch gar nicht naiv sein, da gibt es bestimmt Dinge, die sich verändert haben, aber es gibt auch immer noch ganz, ganz viele tolle Sachen und die Sachen, die halt nicht mehr so schön sind, da wollen wir einfach ganz pragmatisch, zupackend mit der Initiative was dran ändern. Was sind denn eben die tollen Sachen, die dir noch so gut gefallen, die vielleicht noch im Kern schön sind, die vielleicht noch mal ein bisschen aufgehübscht werden müssen, sag ich mal. Also da ist beispielsweise der Volkspark oder auch am Töpper oder überhaupt, dass wir halt im Prinzip direkt am Rhein sind. Wir haben da eine wunderbare Halde, die Halde Rockelsberg, wo aber auch leider keine Landmarke irgendwie oben drauf ist, aber wo man bis zum Düsseldorfer Flughafen gucken kann. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich halt auch schon als Kind kannte. Ja, da finde ich es einfach wichtig, dass man das einfach ein bisschen größer macht. Also der Trend ist halt auch so, dass man ja, die negativen Sachen irgendwie so in den Vordergrund rückt und das finde ich eigentlich schade, weil vor allen Dingen, wenn man halt rumjammert, ohne dann irgendwie Lösungen zu liefern, ja, ist das einfach, dass es sehr negativ ist und ich glaube, das hat sich auch auf das Image des Stadtteils irgendwie, ist das so ausgestrahlt, ne? Dass es auch die Leute nicht mehr gerne sagen, ja, ich bin aus Rheinhausen und da wollen wir einfach so einen Gegenpol setzen. Wie nimmst du denn persönlich gerade das Image von Rheinhausen wahr? Was würdest du sagen, was sind gerade so die aktuellen Probleme? Ja, ich denke, dass es der Großteil eher negativ sieht, ne? der Bevölkerung, obwohl ich gleich das auch einschränken muss, weil wir eben mit der Initiative auch wahnsinnigen Erfolg haben und also wir haben eine Internetseite geschaltet, www.dubistrheinhausen.de, sind auch bei Facebook zu finden.
finden. Und da sieht man eben, dass total viele Leute auch Lust haben, sich für ihren Stadtteil zu engagieren und uns da unheimlich positives Feedback geben und auch einfach mitmachen wollen. Ja, das wollen wir so zu den Gegentrend da setzen, zu den Leuten, die eben sagen, es ist mit den Ladenleerständen, ne, dass es keine Möglichkeit gibt mehr wegzugehen oder sich einfach zu treffen. Also eigentlich historisch gesehen ist ja auch am Marktplatz in vielen Städten so ein Platz, wo die Leute zusammenkommen, wo man sich austauscht, verschiedene Kulturen, wo man sich unterhält, wo so eine Gemeinschaft zusammenwachsen kann. Und ja, also gerade auch unser Marktplatz und so die direkte Umgebung da drumherum, ja, das ist bestimmt jetzt nicht der Vorzeigeplatz, genau, von Rheinhausen. Ja. Und da wollt ihr eben ansetzen. Euer Ziel ist auf jeden Fall klar geworden. Wie möchtet ihr das denn genau umsetzen? Was macht eure Initiative? Euer erste Aktion war ja, glaube ich, die Direktwerkaktion in Hochemmerich. Genau. Was macht ihr noch? Ja, wir haben halt, als wir dann quasi online gegangen sind, auch gleich eine Umfrage geschaltet. Also wir hatten da so einen Fragenkatalog erstellt, weil wir hatten schon einen ganzen Katalog an Dinge, die wir verändern wollen. Aber wir wollten halt das nicht so den Leuten überstülpen, sondern haben halt gefragt, ja, wo sind denn die Plätze, die ihr schön findet? Oder ne, was macht Rheinhausen aus? Und das hat sich weitestgehend gedeckt, was wir für Ideen hatten. Aber gerade die Vermüllung war halt ein ganz großes Thema. Und ja, da denke ich einfach, das ist auch so im Sinne unseres Demokratieverständnisses oder was wir halt auch auf der Internetseite, diese drei Säulen halt hingucken und mitgestalten. Ne? Und dass wir halt gesagt haben, okay, dann organisieren wir was, dann gehen wir halt einfach durch Rheinhausen und sammeln den Müll halt auf. Und auch das gerade dieses Vorleben auch, Kindern, die haben da so Spaß gehabt, da mitzumachen. Und ich glaube, das werden auch später keine Erwachsenen sein, die Müll auf die Straße werfen. Also es war einfach nur eine total tolle Aktion, wo wir jetzt auch schon am 20. Juni, meine ich, kann man auf der Internetseite noch mal gucken, dass wir das halt auf jeden Fall wiederholen wollen und das eine total gelungene Sache war. Mhm. Also. Nachdem ihr die Umfrage gestartet habt, was überhaupt so gewünscht ist, hat ja das erste Treffen dann wirklich stattgefunden im Mai. Und da kamen ja auch über 20 Leute. Das ist ja schon fürs erste Treffen eigentlich ganz gut. Ja. Also wart ihr damit zufrieden mit der Resonanz? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon schön, ne, dass so viel. Also das ist halt auch ganz wichtig, dass man, denke ich, so die verschiedenen, man ist dann ne, in den sozialen Medien irgendwie sehr präsent. Aber dass uns auch ganz wichtig war, eben die Leute halt auch persönlich zu treffen. Und da waren auch ganz viele, die wirklich motiviert waren oder da kamen auch nochmal so neue Aspekte, beispielsweise auch, dass dann, wo man ausgehen kann oder man irgendwie so eine Kneipentour vielleicht eine Geschichte wäre, weil man hat wirklich keine Möglichkeiten mehr, sich zu treffen, abends wegzugehen und überall sitzen nur 5 Leutchen, aber wenn man das organisieren würde und das soll halt einfach auch so diese Plattform sein, die wir jetzt dann da bieten, dass man die Leute irgendwie so ein bisschen zusammenbringt, die eigentlich so denselben Spirit haben und aber nicht so ganz wissen, wie sie andere treffen können, die so denken. Ne? Und das war zum Beispiel was wir bestimmt in Zukunft mal machen werden, dass wir wirklich so eine Kneipentour organisieren. Das stelle ich mir ganz schön vor. Viele bunte Ideen auf jeden Fall, die ihr schon gesammelt habt. Sind denn die Leute, die dann gekommen sind, ist das eher so ein gemischtes Publikum, sage ich mal? Oder fällt das schon auf, dass es vielleicht eher die Älteren sind oder eher die Jüngeren? Ja, also das ist mit eine Sache, die wir also auf jeden Fall noch weiter vorantreiben wollen, weil es doch schwierig ist, junge Leute zu erreichen. Und obwohl wir jetzt alle so Mitte 30 sind, das Publikum doch in der Regel eher älter war. Ich stelle mir auch vor, dass wir mal irgendwas für Jugendliche mit Jugendlichen machen, ne? Weil da finde ich ist auch das ganz wichtig, dass sie halt auch merken, ich kann auch was tun. Und man kann die Leute halt viel besser motivieren, wenn die merken, ich kann das mitgestalten. Und zwar das direkt, was vor meiner Haustüre stattfindet. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Also da können wir auf jeden Fall können wir noch ein bisschen besser werden. Auch gerade noch mehr Leute mit Migrationshintergrund. Ne? Rheinhausen ist total bunt. Sind da auch gerade so ein bisschen am Netzwerken. Hatten mit der alevitischen Gemeinde einen ganz netten Kontakt. Die hatten uns eingeladen. Und wir sind ja gerade erst am Anfang. Und sind da aber, glaube ich, schon so weit ganz gut aufgestellt. Genau, ihr seid gerade erst am Anfang. Ja. Ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg noch ganz viel Erfolg und bedanke mich, dass du heute bei uns warst, Anna. Ganz vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.